Muchas gracias, amigo. Gracias. Con gusto. Gracias. Con gusto. So, Tag 5 unserer Reise. Wir sind in Murillo angekommen. Nach der stressigen Fahrt gestern, weil irgendwie alles nicht funktioniert hat, was wir geplant haben. Also wir sind erst mal 3 Stunden in den Anden gewesen. Das habe ich aber schon erzählt, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Sind wir jetzt auf jeden Fall endlich in Murillo angekommen und gestern Nacht haben wir coole Übernachtungsmöglichkeit bekommen, nachdem wir aus unserem Luxushotel aufgrund von Kakerlaken in der Couch geflüchtet sind. Sind wir mitten in der Nacht noch aufgebrochen und sind mitten auf irgendeiner Landstraße an einer Bar vorbeigekommen und haben da einfach gefragt, dann durften wir da neben der Bar auf der Wiese parken. Und dann haben wir den Fabien kennengelernt. Ein super Mensch, ich muss dann die Bar von ihm noch ein, wenn ihr irgendwann mal in der Nähe von Murillo seid, müsst ihr da unbedingt ein Bier trinken. Wir haben noch nie so einen herzlichen Menschen kennengelernt. Wahnsinn, wie freundlich, hat uns auch gleich geholfen. Ja. Wir gehen jetzt zu einem Wasserfall hier in Murillo und dann fahren wir Richtung Nevado del Ruiz hoch. Da gibt es auch einen Campingplatz. Wir haben erst geplant, eigentlich ziemlich nahe an den Nevado del Ruiz ranzufahren. Aber uns ist jetzt mitgeteilt worden, dass das tatsächlich noch gesperrt ist. So, müssen wir bloß schauen, wo es lang geht. Weshalb wir, sag ich mal, jetzt die Passstraße fahren. Und dann wieder zurückfahren Richtung Murillo und auf einer Farm übernachten. Wir haben nämlich jemanden kennengelernt, der hat früher mal im Konsulat gearbeitet, der konnte Englisch. Und der hat uns erklärt, dass seine Tochter hier als einen Touristeninformationsbüro arbeitet. Und die hat auch eine eigene Farm, wo sie Campingplätze zur Verfügung stellt. Da kommen wir jetzt hin. Wir schauen jetzt, dass wir den Wasserfall finden und dann melden wir uns wieder. Kühe sollen vor allem wirklich. Können noch alle? Sag, glaube ich, alles, oder? Ja, die Suche nach dem Wasserfall ist etwas schwieriger als gedacht. 5 Minuten sind es doch nicht. Lukas, wie schaut's aus? Scheiße, schaut's aus. Schorsch, bei dir geht's noch? Ja, also, heute hast du mir mal den Dampf raus. Die ganze Raucherei. Aber da weiß man, warum dass die Kolumbianer nicht rauchen. Ja, das glaube ich auch. Der Teufel. Leg mich verarscht. Aber man hört's rauschen schon. Wir wollen jetzt hier baden. Ich entschuldige mich jetzt schon für die laute Geräuschkulisse. Aber wir gehen jetzt, hier ist eiskalt und wir gehen jetzt einfach baden. Die grandiose Idee hatte, glaube ich, Martin, dass wir uns alle den Tod holen. Aber mal schauen. Josh,
Wie empfinden Sie? Was? Wie Sie empfinden in diesem Moment? Ja, Schweißwitzler. Schwitzen durch, 30 Grad hat. 15 Grad oder irgendwas. Boah, das ist ja draußen schon kalt. Luego. Mucho fuego. Bitte mal, ist das auch so kalt? Darf ich? So wie in der Schweiz? Oh, das ist nicht mehr getan. Oh, wie viel hast du? Nee. Aber die freiwillig. Also Martin ist dann einfach ausgerutscht. Ja, wie soll ich das machen mit der scheiß Kamera? Ja, ich bin herausgeschmissen. Also ich bin nicht sicher, aber ich glaube, mein Herz ist kurz stehen geblieben. Okay, lass mich mal schnell, ja. Sonst bin ich wieder dir. Oh, das ist so gut, aber, aber Schweiz war schlimmer. Kannst du dich noch erinnern? War ich nicht. An dem Wasserball war ich nie mit dir. Doch? Weil ich nicht. Du mit dem Arm, wir zwei waren nie da. Du und ich und der Schorsch. Und wenn wir ins Tessin gefahren sind, da waren wir doch in den Bergfluss drin. Wo es überall Spitzen gab. Ja, das war kälter, das stimmt. Du bist aber. Also, wie begabt ist ein Handrad? 15. Und das Wasser? Ich würde jetzt mal sagen, um die 5. Um die 5 Grad. Definitiv. Dafür ist es jetzt draußen warm, gell? Ja, das draußen direkt wieder warm, gell? Ja. Martin, kannst du mal. Wir waren heute in Murillo, wie schon gesagt, in Cascada. Jetzt muss ich kurz schauen, ich kann es mir nicht merken. Haben den Cascada La Planta de Murillo angeschaut, wollten jetzt eigentlich noch in eine Thermalquelle, die Sofia heißt,
Leider hatte ich schon zu, da war es so neblig, dass der gesagt hat, wir können leider nicht mehr runtergehen. Jetzt haben wir hier noch angehalten. Ich werde jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen machen, weil ich glaube, das könnte cool kommen. Ich hoffe, da hinten geht es schön runter. Und schaut euch mal meinen geilen kolumbianischen Poncho an. Lukas, zeig mal. Ich brauche nur noch mein Sombrero und das heißt Viva la Colombia. Nee, Viva Colombia. Scheiße. Habe ich auch noch einen Scheiß erzählt. Wir haben jetzt wirklich eine komplette Ranch für uns. Eine komplette Ranch. Ich muss euch mal das Zimmer zeigen. Ja, scheiße, ich zeige es euch später, wenn ich zum Schlafen gehe. Wir kochen jetzt noch was, trinken ein Bier und genießen unsere Ranch. Wir haben Pferde, wir haben Hunde. Wo ist denn unser Hund? Er ist fort. Ja. Wie gefällt es euch? Ich find's mega. Die Poncho-Gang, Alter. Schauen wir aus. Ah, nee, sieht man nicht. Aber wir haben uns schon eingebürgert hier. Wir brauchen bloß noch Sombreros. Außer ich. Martin schaut noch aus wie ein Touri. Ich überfallen sie, das nicht mehr. Sollst du die Nudeln dann abgießen? Da wäre das Sieb, gell? Schasch. Ja? Ich hab doch meine Ofenhandschuhe dabei. Echt? Die habe ich schon verbrennt, das ist schon zu spät. Echt? Schlimm? Ja. Thank you.
Ranch. Wir versuchen morgen Schrotflinten und Kalaschnikow zu besorgen. Und dann lassen wir niemanden anderen mehr auf das Land. Ja? Und dann rufen wir alle an, sie sollen nach Neuenburg kommen, nach Kolumbien kommen. Wir legen jetzt ab sofort hier. Ich muss auch vom Löwe einfordern. Fertig. Fertig? Ja. Ich hatte ein paar Tomaten noch dazu, ich meine, ist vielleicht schon schön. Aber ich schneide es dann schon. Ich rauche es schon. Nein. Macht der Lukas schon. So ist es okay. Die alte Tomaten vor. Buenos Dias wieder. Wir sind jetzt schon am Tag 6 unserer Kolumbien-Rundreise angekommen. Wir haben heute Nacht auf einer Finca übernachtet. Eine komplette Ranch ist es mit Tieren und da waren wir komplett allein. Es sind gestern Nacht noch ein paar Kolumbianer gekommen.